Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 18 mit der Karriere beim MSV Duisburg. Ja, und die zweite Niederlage in Folge, das heißt 0:2 in Frankfurt verloren. Das nächste Spiel steht zu Hause gegen Werder Bremen an und ich hoffe, dass wir das endlich mal erfolgreich gestalten können. Wir werden rotieren. Christiansen ist leider verletzt. 21 Routen und eine Kapselprellung. Das kann er ab. So. Ja, wir haben ja ein paar neue Spieler für die neue Saison geholt. Wenigstens das haben wir als Erfolg verbuchen können. So, dann schauen wir mal die B-Jugend. Da ist nichts weiter passiert. Und wir haben ein paar Nachrichten. Was ist da? Promoter in der Region, Boxkampf. Ja, machen wir. Ochs möchte, Bayer Leverkusen möchte Ochs haben für 6 Millionen. Nein, kriegst du nicht. Kannst du vergessen. So. Jetzt habe ich nicht gesehen, was da rauskam, aber egal. Okay, wir wollten nochmal in den Trainingsgruppen gucken. Aber da stimmt soweit alles. Wie gesagt, den hier, den werden wir zum offensiven Mittelfeldspieler ummodeln und einer von denen wird verkauft. Aber ich denke mal, es wird Eisfeld treffen. Oder in die zweite, in die Reserve geschickt. Ich muss mal gucken, was ich mache. Mal schauen. Okay. Jetzt geht weiter. Gegen Werder, zu Hause. Zu Hause, das heißt, wir werden wieder Freikarten verteilen. Das Spiel wird im Textmodus stattfinden. Genau, im Textmodus. Dann gucken wir mal. Sponsoring. Wir haben VW als Sponsor. Und los geht's. 3000 Freikarten für den Sponsor. So, und weiter geht's. Zwei Nachrichten. Was haben wir denn da? Nominierung und Christiansen ist wieder fit. Das ist schön für ihn. Dann schauen wir mal. Werder Bremen. Sponsor stellt Siegprämie in Aussicht. Transferperiode endet. Ja, ich schul eh keinen mehr. So, 810 zu 766. Okay. Okay. Was haben wir? Ein Golf-Challenge gegen Kovac. Sie gewinnen mit einer souveränen Vorstellung. So. Der Kapilla ist wieder fit. Vorstock brauchen wir nicht. Jugendspielerisch Trainingsziel. Neue Idee für Fanartikel. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Siegprämie wir kriegen, aber ist egal. Wir spielen gegen Werder. Werder Bremen. So. Werder. Gucken wir mal. Da gucken wir mal, was die spielen. Die spielen auch dieses 4-3-3 wie Frankfurt. Und dann werden wir mal unser... was spielen wir denn da? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. 4-5-1 spielen wir dagegen. Bisschen kontrollierter, bisschen defensiver und so. Schauen wir mal, ob das was bringt. So. Der kommt dahin und der kommt dorthin. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, wir können das mal erfolgreich gestalten. Mal gucken. Textmodus. Und los geht's. Ich sag mal, seid voll konzentriert. Und mal gucken, was passiert. Duisburg spielt hier mit Abseitsfalle. Natürlich spiele ich mit Abseitsfalle. Ah, schade. Ecke. Muss nicht eingreifen, das ist gut. Flanke wird abgefälscht und wird meistert aber sehr gut. Ecke von links. Ah, schade. Gelb.
Einen halben Meter vorbei. Naja, Ecke ein Tick zu kurz, kein Problem. Komm jetzt einmal vors Tor, pass auf. Okay, doch nicht. Glück gehabt. Ist ja meistens so. Wir kommen da öfter mal vors Tor und Ecke. Ah. Flanke von Eisfeld. Aber es fehlt die Überzeugungskraft. Also sprich, das war eine Scheißflanke. Abseits zum Glück. Ich dachte schon wieder ein Tor. Hier ist pünktlich Schluss. Ende erster Halbzeit. Ja, das sah ja mal gar nicht mal so übel aus. Jetzt werden wir aber trotzdem mal umstellen. Auf das 4-1-4-1. Ein bisschen offensiver spielen das Ganze. So, mal gucken. Wir müssen nur das hier ändern. So, und los geht's, Jungs. Zweite Halbzeit geht voll drauf und Spieler aufwärmen. Junuzovic gelb. Nach taktischem Foul. Tja. Standing mit Gelb. Es beginnt hier wie plötzlich aus Eimern zu schütten. Plötzlich hier wie aus Eimern zu schütten. Ja, regnet es halt, ne? Kurze Doppelpässe. Ecke. Bell fängt sicher ab. Christiansen kommt für Cousins. Schadli für Kainz. Gelbe Karte für Gondorf. So, ab der 80. wird volle Kanne nach vorne hier gespielt. Gucken wir mal. Und jetzt kommt das 1-0 für Bremen. Okay, doch nicht. Glück gehabt. So, auf geht's. Jetzt geht's volle Kanne. Wir sehen ganz schön viele gelbe Karten, die Bremer. 10 Minuten noch. Spielerwechsel. Karaman für Ochs. Ah, Mensch, Jung. Musste besser schaffen. Weit über das Tor vom Mesenhöhler. Klar drüber. Ja. Wäre jetzt noch das Ding gewesen, wenn die das 1-0 machen würden. Bleibt aber hängen. Ecke. Naja. Na, das wird nichts mehr. 0-0. 0-0. Oder auch nicht? Schon wieder eine Ecke. Jetzt kriegen die Ecken. Noch ist wieder so ein Herzinfarkt-Ding, ey. Also 0-0. Naja, wenigstens ein Punkt geholt gegen Bremen. Wieder ein Punkt mehr gegen den Abstieg. So sehe ich das. Aber die Niederlagenserien erstmal gestoppt. Ja, seit 5 Spieltagen auf dem 9. Tabellenplatz. Muss erstmal einer nachmachen. Das nächste Spiel wird dann gegen Fortuna Düsseldorf sein. Da müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Auswärts. Okay.
Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Das nächste Spiel wird im Videotextmodus gegen Fortuna Düsseldorf sein. Ich wünsche euch noch, wie gesagt, einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.